Hey, was machst du gerade? Ich rede mit mir selbst. Hast du vielleicht Lust, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen? Die anderen sind auch mit dabei. Habe ich eine Wahl? Nein, natürlich nicht. Dann schon. Ich sehe was, was du nicht siehst, und zwar gut aus. Och, das gilt nicht. Das Spiel hat noch gar nicht begonnen. Klar, ich habe doch gerade damit angefangen. Ist doch Unsinn. Nur der Gründer darf das Spiel eröffnen. Und ich habe das Ganze organisiert, also fange ich auch an. Nö, ich bin dafür, dass ich anfange. Wer dafür ist, dass ich das Spiel eröffne, hebt jetzt bitte hörbar die Hand. Damit wäre es entschieden. Sehe ich gar nicht ein, sowas. Also, sehe ich gar nicht ein. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist weiß. Die Wolken. Wow, richtig. Lass uns weiter im Uhrzeigersinn machen. Huch, dann bin ich ja schon. Ich muss kurz überlegen. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist rund. Dein Mondgesicht vielleicht. Die Wanduhr. Die Sonne. Dein Popoloch. Wanduhr war richtig. So, das war die Testrunde. Ich fange das Spiel jetzt an. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist leicht. Ich hab's. Die Luft zum Atmen. Ach nee, die sieht man ja nicht. Mein neues Oberteil. Nee, dein mit Helium gefüllter Kopf. Och, Menno, das macht jetzt schon keinen Spaß das ist mehr. Das ist Blödsinn. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das hat keinen Schnabel und kann trotzdem pfeifen. Irgendein Gefieder, ein Papagei vielleicht. Nee, das passt nicht. Papageien haben auch einen Schnabel. Mein Hintern. Alles falsch. Der Teekessel da drüben. Nächster, bitte. Ach ja, klar. Nun gut, ich sehe was, das ihr nicht seht, und das ist beige. Das ist was? Deine Haut. Beige? Die Tapete. Die Tapete, das war korrekt. Krass, du bist echt ein Ass in dem Spiel. Es genügt ja auch schon, kein Volltrottel zu sein. So, ich bin wieder dran. Jetzt zahle ich's dir aber heim. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist klein, rot und rund. Der Pickel an deinem Hals. Was? Wo denn? Nein, der Pickel an deinem Hals. Ich hab gar keinen Pickel. Doch, an deinem Hals. Ach nee, jetzt ist nur dein Kinn, das da so komisch rausguckt. Oh, mein Kinn ist aber kein Pickel. Na, das hast du jetzt gesagt. Hab ich ja nie behauptet. Hast du wohl. Hab's genau gehört. Ich sehe was, was jeder sieht, nur du nicht. Deine blöde Visage. Du hast es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Sinn des Spiels ist es, die anderen antworten zu lassen. Ja, ne, genau. Okay, na gut, dann sag du die Antwort. Was sieht ja leider jeder, nur du nicht? Nö, sag ich nicht. Kannst vergessen. Seine Visage. Genau, blöde Visage. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das hat lange Beine. Lügen haben lange Beine. Lügen. Quatsch ist das Sprichwort. Aber Lügen sieht man ja nicht, das muss irgendwas anderes sein. Deine Ex-Frau hatte lange Beine. Die ist jetzt aber nicht hier. Nein, die liegt jetzt auf dem Friedhof unter der Erde. Oh mein Gott, ist das wahr? Was? Nein, wieso sollte ich die auf einem Friedhof vergraben? Die Barhocker, die haben lange Beine. Richtig, du darfst weitermachen. Okay. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist blond. Dein Haupthaar. Mist, Versuch war es wert. Ich dachte nämlich, wenn ich was Offensichtliches nehme, dann kommt ihr nicht sofort drauf. Hat ja auch fast geklappt. So, jetzt bin ich endlich wieder dran und zahl dir deine Anmaßungen heim. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb und weit auseinander. Ich würde das auf Sterne tippen, aber es ist ja gerade Tag, also siehst du sie selber auch nicht. Doch, ich glaube, er meint die Sterne, die nur er sieht, wenn ich ihm mal so richtig schön eine reinhaue. Gar nicht. Ich habe deine ekligen, fauligen Zähne gemeint. Die sind nämlich gelb und richtig weit auseinander. Und ich bin dran. Zähne. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb und weit auseinander. Höhö, sehr witzig, das habe ich gerade gefragt. Richtig, aber vielleicht meine ich was anderes als du, also streng mal dein hohles Köpfchen an. Meinst du vielleicht die gelben Zettel an der Pinnwand? Nein. Die Mandalas auf dem Teppich. Auch falsch, seine Zähne. Och, hey, du hast gesagt, es wäre was anderes. Ich habe gesagt, vielleicht, besser zuhören. Ey, das ist doch Schummeln, außerdem habe ich sehr gut gepflegte Zähne, ich benutze jeden Abend Zahnseide. Interessiert mich alles nicht. Mann, du bist so ein richtiger Miesepeter. Na klar, darauf habe ich es doch angelegt, auch schon gemerkt. Spätestens jetzt macht es keinen Spaß mehr. Fresse, ich sehe was, was ihr nicht seht und nie sehen werdet. Deine Nase von hinten? Nein, dass das Leben grausam ist und jeden Tag ein neues Opfer fordert. Das verstehe ich nicht. So, ich gehe jetzt. Tschüss. Was? Aber wir sind mitten im Spiel. Dieser Raum bietet noch so viel Potenzial. Der Lampenschirm, die Gardinen und die lebensgroße Pappfigur von Liv Tyler. Ich rieche was, was ihr nicht riecht. Ein Furz. Ist das obszön? Ich verschwinde jetzt auch. Stinkt richtig schön.